Vom Eis befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings belebenden Blick, schrieb schon Johann Wolfgang von Goethe. Nach einem langen Winter erwacht die Natur um uns herum zu neuem Leben. Die Tage werden länger und milder, erste wärmende Sonnenstrahlen sind spürbar und vermehrtes Licht erhält die Welt. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um unseren Organismus mit viel frischer Energie zu versorgen und den Winter aus dem Körper zu treiben. Nur, wie geht das am besten? Ganz einfach, indem wir Frühjahrsputz bei uns selbst machen und tägliche kleine Beiträge für unser Wohlbefinden leisten. Beispielsweise mit Atemübungen. Mit Atemübungen können wir den Frühling so richtig inhalieren. Wir stellen uns an ein geöffnetes Fenster, auf den Balkon oder sonst irgendwohin ins Freie und versorgen uns durch folgende Übungen mit viel Sauerstoff und gesunder Frühlingsluft. Füße sind schulterbreit auseinander, die Haltung ist entspannt. Jetzt holen wir beim Einatmen die Hände bis zur Brust und beim Ausatmen senken wir sie wieder. Das machen wir vielleicht dreimal. Ein und aus. Und ein und aus. So, und jetzt holen wir noch tiefer Luft und gehen weiter hoch mit den Armen. Und atmen auch noch tiefer aus. Und nochmal. Gut ist, durch die Nase einzuatmen. Und aus. Jetzt machen wir die Bewegung umgekehrt und holen uns alle Energie und allen Sauerstoff zu uns. Und aus. Wir bündeln die Energie quasi. Und nochmal. Ein. Und aus. Und einmal noch. Ein. Und aus. Schon Vergil sagte, im Frühling kehrt die Sonne in die Knochen zurück. Aber warum? Weil Vitamin D, das den Knochenaufbau unterstützt, nur über die Haut unter Mithilfe von ultraviolettem Licht, also von Tageslicht, gebildet werden kann. Und daran mangelt es in den vergangenen Monaten ja gewaltig. Das bedeutet also für uns ab sofort möglichst viel Bewegung bei Tageslicht. Los geht's! Neben Gehen, Gehen, Gehen können wir doch auch mal ein bisschen laufen, Sidesteps machen, Wechselschritthüpfer oder einfach mal Fangen mit den Kindern spielen. Auf diese Weise besiegen wir auch gleich die Frühjahrsmüdigkeit. Den Frühjahrsputz bei uns selbst sollten wir mit der entsprechenden Ernährung unterstützen. Ein toller Trick ist es, jede Woche einer Obst- oder Gemüsesorte aus dem saisonalen Angebot den Vorzug zu geben. Nehmen wir beispielsweise frischen Blattspinat. Der ist reich an Mineralien, Vitaminen und Biotin, das wichtig ist für schöne Haut und Haare. Oder wir nehmen Champignons. Die sind nicht nur kalorienarm, sondern enthalten neben Biotin auch Vitamine der B-Gruppe, die wiederum die Regeneration der Haut und viele andere Stoffwechselprozesse im Körper fördern. Bei der Arbeit können wir uns mental vom Frühling inspirieren lassen. Wir stellen uns einen duftenden Blumenstrauß auf den Schreibtisch. Bei drohender Konzentrationsschwäche legen wir eine kleine Pause ein, schließen die Augen und nehmen den Duft der Blumen ganz bewusst wahr. So lange, bis wir eingetaucht sind in eine leuchtende Frühlingswelt. Nach einigen Minuten öffnen wir die Augen wieder und kehren geistig erfrischt zurück an unsere Arbeit. Auch diese Woche sollte uns ein positiver Glaubenssatz begleiten, der uns in der Ganzheitlichkeit unseres Glücksgefühls unterstützt. Schreiben Sie die Affirmation: Ich nehme den Frühling mit allen Sinnen wahr und versorge mich dadurch mit viel frischer Energie auf, und verteilen Sie die Blätter in Ihrer Wohnung und an Ihrem Arbeitsplatz. Nun lesen Sie den Satz immer wieder, auch gerne mal laut, und verinnerlichen sich die Aussage so oft es geht. Ich hoffe, ich konnte Sie Ihrem Glücksgefühl ein Stück näher bringen und ihm zu einem Aktivitätsschub verhelfen. Vergessen Sie nie, wir haben nur einen Körper und der muss ein Leben lang halten. Ihre Susanne Vogel.